Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Harvester. Nun geht's mal hier rein. Genau, du hast wahrscheinlich ein bisschen Probleme, oder? Ach, da läuft auch irgendwas Cowboy-mäßiges. Du hast auf jeden Fall einen Kopierer da, das ist doch schon mal gut. Okay, das heißt, ich muss nur an das Ding rankommen und kann es dann hier kopieren an die Vorlage. Ja, ziemlich alter Fernseher. Was haben wir hier noch drin? Eine Menge seltsame Sachen. Ich habe halt 25 Cent, ich glaube, da kann ich nicht allzu viel mitreißen. So, genau, ich muss halt erst bezahlen. Irgendwie haben die es, glaube ich, nicht so mit den Kühen. Ah, das können wir zumindest kaufen. Dafür haben wir genug Geld. Super, oder Rattengift. Ja, theoretisch ein paar interessante Sachen auf jeden Fall dabei. So, da ist nichts drin. Kein Fleisch. Ich glaube, der ist auch nicht mehr so fit. Ah, und da ist dann das verrottende Fleisch. Agürkchen. Ja. Okay, dann schauen wir mal. Can I help you, dear? Who are you? This is Phelps General Store. So who would that make me? Maybe you need to go back to Gene Memorial and have Miss Whaley teach you about logic. I'm fuzzy on a lot of things these days. My memory's gone. Shaw, you always were a kidder, Steve. I'm serious. I need some help. Well, they say a sharp blow to the head is a good thing for amnesia. In which case, I'd recommend Miss Whaley again. Then again, they say a good scare can jog the memory. In which case, I'd advise you to visit the sergeant-at-arms over at the lodge. That man gives me the willies. Speaking of willies, how's your father? Don't know. Haven't seen him. Care to buy anything today? Ja, wir haben halt nicht so viel Geld. Just point to whatever you want. I'm a little hard of hearing. Okay. Ja, ich glaube, ich warte aber tatsächlich mal noch. Vielleicht können wir das Geld irgendwie sinnvoller anlegen. Von daher. Sonst noch irgendwas? Hello, Steve. Care to buy anything today? Nö, erstmal nicht. Okay, dear. You check back if you decide there's anything you want. I'll be happy to help you. Come back soon. Ah, alles klar. Cool, cool. Andererseits, es ist halt das Einzige, wo gerade ein Preisstand steht, von daher. Wahrscheinlich ist es vielleicht doch so gedacht, dass wir uns das holen. Hello, Steve. Care to buy anything? Just point. So, das bitte. Die Frage ist, wie kann ich das irgendwie in mein Inventar ziehen? Ah, ne. So? Damn it. Scheinbar nicht. Damn it. Well, that didn't work. Ich kann es ja vermalen. Well, that didn't work. Okay. Damn it, damn it. Oh man. Well, that didn't work. Genau, ja. Okay, da oben scheint mein Geld zu sein. Gut, das funktioniert so schon mal nicht. Ich probiere mal gerade noch ein bisschen rum tatsächlich. Da kann ich einfach, warte mal.
Kann ich einfach das Geld geben? Okay. Ja. Dann hat das wohl funktioniert. Why, Steve, I'm surprised at you. I'd expect that sort of thing from Deputy Loomis, but never from you. He's always coming in here oogling the girly magazines behind my counter. Darned if I'd sell him one, though. I know his wife, for heaven's sakes. Well, will you sell me one? I certainly will, Steve. That kind of interest is healthy for a young fellow. Stares him away from being a fireman. Wahrscheinlich. Gut, haben wir das jetzt? Jo. Ich kann es mir, glaube ich, nicht anschauen, ne? Okay, nee, dann ist es sich. Das war dann nur. Das ist dann nicht unser Geld. Ja, ich glaube, dann haben wir hier erstmal alles. Okay, wieder nach draußen, bitte. Das war jetzt der Store. So, dann Raketenbasis. Ich glaube, mit der Lodge warte ich auch mal noch. Genau. Schauen wir mal bei unserer angeblichen Verlobten vorbei. Zu hoch. Na, vielleicht können wir da irgendwo noch eine Leiter hinstellen. Die sieht auch nicht mehr so fit aus. Okay, da können wir auch nicht wegen der Reflexion schauen. Hey. Ein paar Vögel. Ja, das passt schon. Das sind sehr mutige Vögel. Okay. Lecker Fleisch. Schaut euch irgendwelche Alien-Sachen anzuschauen. Da ist nur eine Urne drin. Besonderes Ding. Das scheint aber keine Plastikflansche zu sein. Leerster Sofa. Ich weiß ja nicht. Ja, die scheinen nicht allzu viel von Büchern zu halten. Okay, dann erzähl doch mal. There he is, my future son-in-law. And how's he doing today? What brings him to the Potsdam household, huh? Huh? Ja, ich wollte mal nach Stephanie schauen. Oh, you'll have to ask the missus about that. Stephanie's grounded to the wedding. Can't have her changing her mind at the last minute. Not with all that meat at stake. Okay, also du bist dann der Vater. I haven't seen my father. He's locked in a room. He's not going to die, is he? Like I said, I don't know. That woman, Mom, tends to him herself. Well, next time you see him, be sure to tell him that I said hello. And tell him that I'm praying for his speedy recovery. And also, would you remind him about the meat? Especially about the meat. Yeah, fine. If I see him. You should be more concerned. If he dies, then who's going to take over the slaughterhouse? Who's going to tend to the meat? I guess as his son, you'd take over. Right? Möglich, möglich. Okay. Also nicht so die Vegetarier hier. Das ist doch schon mal ganz angenehm. I can't imagine a better job than working in a slaughterhouse. Ich weiß nicht. Ja, vielleicht ist es aber doch ganz cool. Sure, it'd be just dandy. And you can't argue with success. Everyone in Harvest gets their meat from your dad. What a grand business to go into. Oh, sure. Cutting animals open may not be much fun,
reaching into their bodies and yanking out the bloody guts, intestines dangling and slapping against you, the smell of death and shit in your nostrils all the time. Well, those are all definite cons, but what you've done? The guts have been washed into the gutters. What are you left with? Meat. Rows and rows of scrumptious red meat. Okay, sorry, da ist wohl irgendein Fehler in der Audiodatei gewesen, also in der Sprachausgabe. Und schön. Ja, wo wir gerade von Fleisch reden. Meat is the foundation of any decent society. Everyone needs at least 3 servings of red meat a day. And anyone who says otherwise is a commie. And once you're married to Stephanie, I'll be part of the family too. And your father will give me all the meat I want. Kind of makes up for not getting into the lodge. Okay. Dann, wie sieht's mit Stephanie aus? Ja. Warum ist sie denn, also, na, ich muss sie aber wirklich sehen. Mrs. Potsdam grounded Stephanie. So, you'd better go ask her permission before you go upstairs. Sorry, Steve. The last thing I want to do is upset you and your father before the wedding. Not with the meat at stake. You will remind your dad about the meat. Won't you? Ja, ja. Natürlich. Was hast du eigentlich zu der Heirat zu sagen? Tell me about this wedding. Well, it looks like we're going to have to hold the wedding down at the funeral parlor, since I'm not a member of the lodge. Mr. Moynihan has given his okay, and your father is going to cater the affair with plenty of meat. Okay, was denn mit Mr. Moynihan? Moynihan is the undertaker. He also runs the Wayward Hotel. Since he's providing the space for the wedding, you might stop by and say hello to him, just to be sociable. But whatever you do, be sure to say hi to your father for me. Will you do that? Tell him hi. And remind him of the meat. Okay. Was ist mit dem Vater? Also nee, das hatten wir schon. Okay. Da ist die Mutter. Sonst noch irgendwas Interessantes hier? Okay, ja. Sehr so aufgeräumt und sauber. Cool. Das ist leider zu. Und die Hintertür ist zugewachsen. Okay. Na dann, Frau Potsdam. Hallo, Steve. Have you flossed today? Stimmt, jetzt wohl, ja. Einfach mit der Perücke. Honestly, you men can insult a woman without even knowing you've done it. What a horrible thing to say. You're both standing around baking cookies. Same kind of dress, same pearls. So bizarre. There's nothing bizarre about baking cookies. The Harvest Charity Bake Sale is Friday, you know, and by gosh, Mrs. Marvin Potsdam Jr. can be counted on to do her share. Okay. Ja, was sieht's mit diesen Perlen aus? Just because I'm doing housework doesn't mean I have to be a drudge. It's a wife's duty to look good for her husband at all times. What's wrong with wearing pearls, for heaven's sake? Nothing, but you look like June Cleaver. Some kind of sitcom mom. Sitcom? Jeez, you know, situation comedy. The weird part is, I can't remember how I know that. I'm much too busy with housework to watch TV. Maybe Mr. Potsdam would know about sitcoms. Stephanie doesn't watch TV, though. She's grounded. Ja, warum eigentlich? Mr. Potsdam feels there's too much at stake to allow Stephanie to run around loose. She doesn't want to get married either, huh? Are you saying you don't want to marry my daughter? I don't know your daughter, Mrs. Potsdam. Why is she grounded? Afraid she'll run away before the wedding?
No. She's as delighted as we are about the wedding, every bit as delighted as we are. But she might get hit by a car, or a falling piano, or who knows what. Mr. Poston wants us all to be one happy family, and he doesn't want to risk anything happening at the last minute. Ja, kann ich sie sehen? I don't see any reason why not. Cool. Dann, was denn mit dem Mann, also mit deinem Ehemann? You mustn't be too hard on Mr. Poston, Steve. He's a disappointed man. No matter how many lodge admission forms he fills out, they keep turning him down. He has a new application in, though. So keep your fingers crossed. If he joins the lodge, you and Stephanie can have your wedding in the Chapel of Love, rather than over at Moynihan's place. Okay, was hast du denn zu Mr. Moynihan zu sagen? Mr. Moynihan runs the Wayward Hotel and the Shady Oaks Funeral Parlor. It's rumored he has connections with the lodge, but the order keeps that kind of thing secret. So Mr. Poston has tried to get him to put in a good word for his lodge application, but so far... Mm-hmm. Okay, dann. Erzähl mal über die Lodge. What can you tell me about the lodge? Just that they're exclusive and secretive. If you're curious, you ought to pick up a lodge application at the post office and take it over to the sergeant-at-arms. Isn't that a thought? Forget Mr. Poston. If you became a member of the order, we could hold the wedding inside the lodge. My, wouldn't that be lovely? Okay, hast du noch was für die Heirat? Tell me about this wedding. Well, it's set for 3 weeks. We're holding it over at Shady Oaks, Mr. Moynihan's funeral parlor. Say what? Now, I know it's not a very romantic place, but there's nowhere else to hold it, thanks to Mr. Poston. Okay, warum? You mustn't be too hard on Mr. Okay. Jo, da haben wir, glaube ich, alles. Give my regards to your parents. Natürlich. Okay, dann schauen wir mal oben nach Stephanie. So, okay, da ist die Metallplatte rausgenommen worden. Du sprühst Chemikalien hier durch. Auch hier überall Plastikpflanzen. Ist das hier am Ende auch irgendwas so ein bisschen wie, wie heißt der Jim Carrey Film? Wo er die ganze Zeit überwacht wird. Könnte natürlich auch sein, dass es alle Schauspieler sind, was halt auch erklären wird, warum die sich ähneln, mehr oder weniger. Die beiden Eltern, also die beiden Mütter. Soweit. Ah, Klo, kann ich die Ente mitnehmen? Ja. Überall Haare und die... Okay, ich glaube, ich will die doch nicht mehr. So. Die sind halt steif, die... Okay. Mit Aluminium. Okay. Ah, kann ich das... Interessant. So. Ja, das ist auch nicht so angenehm, wie mir scheint. Ist damit aus. Okay, ja. Lecker. Und dann wird noch schön gespannert. Das wird wahrscheinlich Stephanie sein. Okay, ja. Ich habe Fleisch. Ah, Schuhe. Eine Keramik, okay. Kann ich die... Ne, kann ich nichts mit anfangen?
Interessant. Was ist damit? Eins dieser Dinge. Alles klar. Okay, dann würde ich aber sagen, dann gehen wir in der nächsten Folge hier oder schauen mal ein bisschen uns noch weiter um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auf jeden Fall Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.